Hi, hier ist wieder der René. Heute bin ich im Erzgebirge und wollte hier eigentlich nur lang wandern mit meinem Sohn, aber hier sind so viele schöne Fotospots, dass ich die Kamera rausholen musste. Also habe ich beschlossen, ein paar Bachfotos zu machen und werde euch ein bisschen zeigen, was ich da wichtig finde, auf was man achten sollte. Und zugleich hat ein Freund von mir, einem bekannten Restaurant in unserer Gegend, so ein schönes Videofenster, wo er sozusagen einen riesengroßen Fernseher hinten reingebaut hat. Und da werden wir noch ein paar Videoaufnahmen machen, damit er da was Schönes zum Abspielen hat. Nicht geplant hatten, heute ein Video zu machen, tut es mir wirklich leid, dass der Ton so schlecht ist. Ihr habt bestimmt ein wahnsinniges Wasserrauschen im Hintergrund. Ich habe leider das Mikrofon nicht dabei. Aber ich werde als erstes ein paar Szenen zeigen, wie geil das hier im Erzgebirge aussieht. Was ich wichtig finde für Wasserfallfotos oder für Fotos im Bach, Bächen oder sonst was, ist, ihr braucht natürlich einen Polfilter, das ist wohl ganz klar. Aber der ist ja nicht umsonst dafür da, der ist ja dafür da, dass ihr Spiegelung aus der Wasseroberfläche rausnehmt. Und wenn ihr das macht, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr die Kamera so hinstellt, dass unten immer Steine zu sehen sind. Also der Grund vom Bach oder irgendwas, dass man direkt ins Wasser auch reingucken kann. Hier habe ich jetzt einen Bach, der geht jetzt aus zwei zusammen und dadurch haben wir jetzt ganz viele Stromschnellen und ich finde hier keinen richtigen Spot, wo man in den Boden reingucken kann. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber ich kann auf jeden Fall ein Video drehen und zwar für das Restaurant. Muss ich hochkant drehen, eigentlich drehe ich die genau in menschlicher Brennweite. Das ist, glaube ich, um die 45 mm. Ich glaube 44,5 genau. Oder 0,8, ich weiß nicht genau. Also ich mache die da meist mit einem 50 mm Objektiv. Habe ich jetzt leider nicht dabei. Ich habe bloß jetzt mein mein Objektiv dabei, also 20 mm. Aber ich denke, es wird schon gehen damit. Und da ist es nicht so wichtig, ob man in den Boden reingucken kann. Da will man ja auch ein bisschen das Glitzern haben auf dem Bildschirm nachher, damit man ein bisschen die Atmosphäre genießen kann. Also werde ich jetzt die Kamera umbauen und gucken, wie es so funktioniert mit den Fotos, also mit dem Video. Schaut mal, davon werde ich jetzt ein schönes Video machen für das Movie-Fenster. Das sieht schon sehr geil aus. Und jetzt ein schönes 4K-Video. Das wird was Feines. Da unten steht die Kamera. Läuft schon. Krass, oder? Fett. Das sieht hier geil aus. Mein Sohn hat schon ein paar Unterwasser-Videos gemacht. Vom Bach unter Wasser, jetzt haut er ab. Ja, gehen wir mal ein Stück hoch hier. Ist schon sehr schön hier. Vielleicht ist es ja hier auch eine Location, die relativ nah ist von Berlin oder von unserem Raum. Und hier ist auch ein schöner See. Also ich drehe mal, ob die Kamera das so mitmacht. Ja, wunderbar. Vielleicht ist es auch eine schöne Location, hier mal so einen kleinen Workshop zu machen von
wie man am besten oder am coolsten Wasserfälle oder Bäche fotografiert. Ich finde es ziemlich cool, wenn man das zusammen macht, weil es entwickelt sich da so eine richtig geile Dynamik und es macht einfach viel, viel mehr Spaß, als alleine irgendwo zu sitzen. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht machen wir das ja mal in Zukunft. Ja, also ich habe jetzt gerade noch mal rumgeguckt und wir sind ja schon ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Also ich bin der Meinung, hierher ein Workshop macht absolut Sinn. Macht sicherlich wahnsinnig Spaß. Und ich denke, ich werde mal was organisieren. Es ist total cool hier. Ein total cooler Wald. Mit total schönen Bächen und vielen, vielen Möglichkeiten zu fotografieren. Also ich bin begeistert. Und ist nicht so weit weg. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal herzufahren und das zu machen. Ein bisschen bachabwärts gelaufen und haben jetzt eine schöne Stelle gefunden. Und zwar, wie ich vorhin sagte, wenn ihr eine Stromschnelle fotografiert, seht zu, dass ihr den Boden sehen könnt im Wasser. Hier liegen jetzt so eine schöne Steine im Wasser, überall. Manche glitzern sogar ein bisschen. Und das Wasser ist relativ flach, deswegen kann man sehr gut auf den Boden gucken. Und hier der Mutter hat sich jetzt so eine schöne Wurzel hingelegt, ein bisschen bewachsen ist sie. Und davon habe ich jetzt ein Foto gemacht und das ist richtig cool geworden. Genau, jetzt kommt noch ein bisschen die Sonne raus und mal gucken, ob wir noch mal ein Lichtspiel mit drin bekommen. Und dann gehen wir weiter bergunter. Bach runter, nicht berg. Besser als gleich irgendwie, oder? Tschüss.